Die Geschichte von Fliegerin Robert, Heinrich Hofmann. Wenn der Regen niederbraust, wenn der Sturm durch Feld durchsaust, bleiben Mädchen oder Buben hübsch daheim in ihren Stuben. Robert aber dachte, nein, da muss draußen herrlich sein. Und im Felde patschelt er mit dem Regenschirm umher. Wie pfeift der Sturm und keucht, dass der Baum sich niederbeugt. Seht, den Schirm erfasst der Wind, und der Robert fliegt geschwind durch die Luft so hoch, so weit. Niemand hört ihn, wenn er schreit. An die Wolken stößt er schon, und der Hut fliegt auch davon. Schirm und Robert fliegen dort durch die Wolken immer fort, und der Hut fliegt weit voran, stößt zuletzt am Himmel an. Wo der Wind sie hingetragen? Ja, das weiß kein Mensch zu sagen.